Ja, danke für die einleitenden Worte und willkommen zurück aus der Mittagspause. Alle frisch und munter. Ich sehe auch niemanden, der irgendwo am Sessel hängt, weil er zu viel gegessen hat. Also sollte alles perfekt sein. Unser Vortrag, in unserem Vortrag geht es um Open Office in der österreichischen Justiz. Wir wollen kurz einmal eine Kurzvorstellung machen, damit Sie auch wissen, was wir tun und wen und mit wem Sie es zu tun haben. Dann ein paar allgemeine Eckdaten geben und eine Historie, wie ist es dazu gekommen, dass Open Office in der Justiz eingesetzt wird. Dann der Hauptpunkt eigentlich unseres Vortrags werden die Einsatzgebiete sein. Wir verwenden Open Office sehr, sehr weitreichend, also sehr flexibel und sehr verschiedene Einsatzgebiete. Wobei ich gleich sagen muss, nicht alle Einsatzgebiete oder nicht alle Sachen, die wir hier vorstellen, sind wirklich mit maßgeblicher Beteiligung von uns beiden, einige schon. Aber bei einigen haben wir auch einfach gesammelt, dass wir ein bisschen einen Überblick geben können. Genau, es wird hauptsächlich mal der erste Punkt relativ einfach. Wie passen wir Standardkonfigurationen an? Dann, wie unterstützen wir mit Extensions und so weiter bei der Dokumenterstellung? Dann ein sehr spannender Punkt, wie integrieren wir OpenOffice in Fachanwendungen? Und der letzte Punkt, wo wir auch eine kurze Live-Demo machen, eben über einen Dokumentenvorlage-Service, das wir entwickelt haben. Danach geben wir noch einen kurzen Überblick über unsere Erfahrungen, die wir sammeln konnten und auch einen Ausblick, wie es bei uns weitergehen wird wahrscheinlich und auch, was wir uns ein bisschen von der Community erwarten oder so ein paar Anregungen, so wie wir es auch im letzten Vortrag schon gehört haben, wie es weitergehen sollte, könnte oder in diese Richtung eben. Und am Schluss auch sind wir natürlich offen für Fragen und Anregungen. Kleinere Fragen können wir aber natürlich auch gleich sofort versuchen zu beantworten. Größere würden wir ans Ende verschieben. Gut, Kurzvorstellung. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Benjamin Spondring. Bin seit 4 Jahren im BRZ als Entwickler tätig. Davor habe ich meinen Master an der FH Technikum Wien gemacht, auch zum Thema Java Extensions in Open Office. Und das Projekt, das daraus entstanden ist, steht zum Beispiel auch auf SourceForge. Das sehen wir dann später eh auch noch. Gut, ich darf mich auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Schlapschi. Ich bin Projektleiter und Produktarchitekt, ebenfalls im Bundesrechenzentrum seit 2009. Und ich habe an der Keppel-Universität in Linz Informatik studiert in Österreich. Ganz kurz noch auch einige Worte zu unserem Arbeitgeber. Wir arbeiten im Bundesrechenzentrum. Das ist mehr oder weniger der Full-Service-IT-Provider der österreichischen Ämter und vor allem auch der Ministerien. Und wir beide arbeiten eigentlich auch ausschließlich für das Bundesministerium für Justiz. Das ist der zweitgrößte Kunde des Bundesrechenzentrums. Und das BMJ, das Justizministerium, geht hier auch einen etwas eigenen Weg, wie wir schon gehört haben, was Open Source betrifft und vor allem auch, was die Office Suite betrifft. Denn bei den anderen, zum Beispiel im Finanzministerium, bei den anderen Ministerien, ist eben hier auch ein Microsoft-Produkt im Einsatz. Gut, wir setzen im Moment Open Office in der Version 3.2 noch ein. Verwenden dabei hauptsächlich den Writer. Es gibt einige, die auch Calc-Anwendungen verwenden und ganz vereinzelt gibt es auch noch Microsoft Office-Instanzen. Wir haben ca. 12.000 Installationen, also es gibt ca. 12.000 Basisinstallationen in der Justiz, auf denen alle einmal per Default OpenOffice 3.2 installiert ist. Das Ganze wird natürlich zentral verwaltet, sowohl Versionen als auch Updates werden an einer Stelle gesteuert. Gut, nur eine ganz kurze Zeitleiste. Was war vor OpenOffice? War die Situation so, dass es eben in der Justiz Lotus Word Pro gegeben hat, bis circa vor 2007 eben. Und es gab selbstentwickelte Texteditoren in Java geschrieben, in einem relativ großen Framework, in einem Swing Framework eben, hat man hier wirklich selbst Editoren geschrieben und mit denen dann auch die Textverarbeitung erledigt, in den Fachanwendungen hauptsächlich. Und es gab damals schon den Bedarf, dass man so ein Dokumentvorlagesystem hat oder braucht, eben etwas, wo man sagt, ich erzeuge meine Dokumente aufgrund von Vorlagen mit aktuellen Daten aus den Fachanwendungen.
Und mit der Ablöse von Windows 2000 dann ist das Ganze dann auch interessanter geworden, weil man eben dieses Word Pro loswerden musste. Man hat sich dann angeschaut in einer Studie, was gibt es am Markt, und ist einmal dazu gekommen, dass man OpenOffice mit Microsoft Office eben vergleicht, ist draufgekommen, dass es bezüglich der Textverarbeitung eigentlich ebenbürtig ist, dass aber OpenOffice ein paar Vorteile hat, zum Beispiel eben die leichte Integrierbarkeit in Java-Anwendungen, in Swing-Anwendungen oder auch in SWT-Anwendungen, dass es natürlich eine Kostenersparnis durch den Wegfall von Lizenzen geben wird und ein paar so kleinere Goodies, Direktexport nach PDFA, standardisiertes Dateiformat, und aufgrund dieser Auswahl an Kriterien hat man dann begonnen, OpenOffice in der Justiz auszurollen. Zuerst in der Version 2.3, nämlich im Jänner 2008. Man hat dann relativ bald auch angefangen, dass man eben Extensions entwickelt, dass man Erweiterungen zur Verfügung stellt, auf die wir später noch eingehen werden. Und man hat auch die User geschult und ihnen gezeigt, wie sie ihre vorhandenen Office-Dokumente nach OpenOffice auch konvertieren können. Man hat dann in den Jahren 2008 bis 2009 geschult. Es sind jetzt ca. 2400 Personen geschult worden, hauptsächlich Kanzleikräfte, für die das Ganze eigentlich verpflichtend war, diese Schulung, und auch Entscheidungsorgane wie Richter oder Staatsanwälte, die freiwillig auch haben teilnehmen können. Dann 2009 ist dieses Dokumentvorlage-Service in Produktion gegangen. Das hat den Namen UDOC, also wir reden auch immer über UDOC für Justizdokumente, und es steht eigentlich anderen Anwendungen als Service zur Verfügung. Also es ist das Webservice deployed und man kann dort hingehen als Anwendung und sagen über Webservice, bitte gib mir dieses Dokument mit diesen Daten. Was wir dann gemacht haben 2010, eben ein Update auf OpenOffice 3.2, das ist auch die Version, auf der wir im Moment noch sind. Wir haben da auch noch ein paar Sachen dazu gemacht. Seitdem ist hier in dieser Zeitleiste nichts passiert, das stimmt aber nicht ganz, sondern wir haben natürlich Projekte dann gehabt, die auf diesem Stand jetzt aufbauen, auf die wir dann auch noch eingehen werden. Ja, was haben wir für Einsatzgebiete? Wie schon erwähnt, wir sind sehr vielfältig im Einsatz von OpenOffice. Wir haben die Standardkonfiguration in der Justiz mit Extension gelöst. Wir setzen verschiedene Extensions ein, die bei der Verarbeitung von Dokumenten helfen und unterstützen. Wir haben Office in Fachanwendungen via Java integriert und wir haben unser Dokumentvorlagenservice. Bei den Justiz-Settings haben wir zum Beispiel Pfade, Makrosicherheit gesetzt, wir haben die Java-Laufzeitumgebung gesetzt und vieles mehr. Und das Ganze eben mit XCU-Files, XCU-Dateien, XML-basiert. Eine Beispielerweiterung, die wir geschrieben haben, ist die Justizleiste, die unterstützt die Anwender in der Justiz beim Bearbeiten ihrer Vorlagen. Die Justizleiste selbst enthält dabei Basisvorlagen im Corporate Design. Sie haben vorkonfigurierte Textblöcke, die automatisch eingefügt werden können, zum Beispiel die Stammbille des Richters oder des Gerichts. Zusätzlich haben Sie Dienststellen und Gerichtsdaten lokal am Rechner liegen in einer CSV-Datei, die wird beim Login synchronisiert, wenn Sie im Justiznetz sind. Der Vorteil, dass diese Datei lokal am Rechner liegt, ist, dass Sie auch von zu Hause arbeiten können. Wir haben beispielsweise die Rechtssache, die holt die Falldaten mit einem Aktenzeichen über einen Webservice und fügt diese direkt im Dokument auch ein. Ja, nächste Anwendung. Was wir gerade gesehen haben, diese Justizleiste ist ein eigentlich relativ einfaches Ding, basierend auf Star Basic. Es gibt komplexere Dinge, oder wir haben komplexere Dinge, wo wir dann einfach Java programmieren wollen. Wir sind eigentlich ein Java-Shop, also bei uns sind die meisten Programmierer und Softwareentwickler sind Java-Programmierer und können das eigentlich auch sehr, sehr gut, möchten sich aber jetzt natürlich nicht in Star Basic auch einarbeiten müssen. Dieses spezielle System wird wahrscheinlich einigen Personen, die am Vormittag auch hier waren und die Präsentation gesehen haben über das oberste Gericht in der Schweiz, das ist eigentlich ziemlich genau so was Ähnliches. Dieses Ding hier sind Java-Extensions und Server-Komponenten, die es erlauben, dass man Dokumente erzeugt.
Dokumente bearbeitet, Dokumente anonymisiert und dann veröffentlicht im Internet. Also das ist eigentlich eins zu eins wirklich fast dasselbe. Genau, das ist eigentlich der Workflow, der schaut wahrscheinlich dort auch ähnlich aus. Bei uns heißt dieses Ding eben RIS, da kann man in der Büre dann, anonymisierte Urteile sich auch wirklich ansehen. Es gibt zwei Arten, die Entscheidungen, das ist wirklich die Entscheidung vom Entscheidungsorgan geschrieben. Was man hier machen kann, ist, man kann eben hier, also das Ganze ist über Extensions hier eingebunden, man kann hier kategorisieren und kann zum Beispiel, das ist eben wichtig, weil das Ganze wird nachher in HTML umgewandelt aus dem Dokument und dann muss man eben sagen, das ist der Kopf, das hier ist der Spruch, das ist der Text von dieser Entscheidung. Und es gibt Rechtssätze, die sind etwas strukturierter, die werden mehr oder weniger in der juristischen Arbeit destilliert aus den Entscheidungen und die sind sehr strukturiert, die werden auch dann über XML eingebracht. Und hier setzen wir auf eine Formularlösung. Das sind die beiden Arten von Dokumenten, die man erzeugen kann. Man kann natürlich Vorlagen auswählen. Das dürfte offensichtlich das Standard-Feature sein derzeit oder schon länger. Und man kriegt auch eine bestimmte Unterstützung beim Druck. Also man kann die Dokumente in verschiedenen Ausführungen drucken, mit Anonymisierung, ohne Anonymisierung und so weiter. Ja, Anonymisierung ist bei uns so gelöst, vielleicht technisch ganz interessant, dass das Dokument eigentlich nicht anonymisiert ist, also da stehen wirklich die Namen drinnen und so wird das auch beim Gericht dann erzeugt und abgespeichert und der Bearbeiter kann dann hier, der das für die Veröffentlichung vorbereitet, kann hier sagen, ich möchte diesen Namen anonymisieren, markiert diesen Namen und geht dann auf die entsprechende Menüfunktion und was dabei gemacht wird, ist eigentlich, es wird nur ein Bookmark eigentlich gesetzt und dann bei der weiteren Verarbeitung, beim Veröffentlichen werden diese Bookmarks einfach gegen Sterne ersetzt und es gibt immer gewisse Unterstützung, dass eben derselbe Name dann noch einmal gesucht wird, dass man nicht irgendwo vergisst, etwas zu anonymisieren. Das ist, wird wahrscheinlich bei der Schweizer Lösung auch gar nicht so viel anders sein. Ja, und schlussendlich wird das Ganze eben im RIS veröffentlicht. Da wird aus dem, das ist eben, das RIS ist nicht bei uns, das gehört zum Bundeskanzleramt, aber sie bieten auch, wo man sehr schön sieht, was man mit einfachen Services eigentlich auch machen kann. Sie bieten Webservices an, die sowohl von uns genutzt werden, die aber auch von anderen Einbringern benutzt werden, die Microsoft Office verwenden. Und daraus wird dann eben, weil man sich an gewisse Formatvorlagen hält, kann eben dann das RIS aus ODT-Dateien, die wir einliefern, hier HTML erzeugen, aus diesem HTML dann auch wieder Dokumente, also ich glaube Doc-Dokumente sind das dann wieder zurückerzeugen. Genau, was wir eben gesehen haben bei der Erstellung dieser Extensions in Java, dass Java nicht gleich Java ist, mehr oder weniger, sondern dass Java gegen die Juno API jetzt nicht wirklich das ist, was man seinem besten Freund zumuten möchte, sondern dass das halt wirklich teilweise für einen Java-Programmierer, der sich nicht mit den Tiefen von OpenOffice auseinandersetzen will, teilweise wirklich mühsam ist. Und deshalb haben wir hier auch uns etwas einfallen lassen oder der Sponring hat sich was einfallen lassen und das schauen wir uns in einem kurzen technischen Exkurs auch schnell an. Ja, was ist das? Es ist ein Framework für OpenOffice Java Extensions. Warum haben wir das gemacht? Jeder, der schon mal gegen die Juno API entwickelt hat, hat festgestellt, dass es relativ mühsam ist und vor allem auch nicht objektorientiert, also eigentlich nicht wirklich Java-like. Daraus ist auch meine Masterarbeit entstanden mit diesem Titel und ist eben auf SourceForge veröffentlicht. Was macht das Framework? Es ist ein Wrapper für Juno-Konstrukte. Ein Beispiel hier, einfach nur um das Dokument zu schließen. Man sieht, hier sind sehr viele Zeilen Code, man muss sehr viel beachten. Man muss relativ genau wissen, was hier passiert. Wodurch wird das ersetzt? Mit einer Zeile Text-Document, Close-Document. Das bietet das Framework. Was kann es noch? Wir haben die Kapselung einerseits. Wir haben verschiedene Services, die das Ganze kapseln, mir ein Objekt das Textdokument zurückgeben, entweder das aktuell geöffnete oder ich kann ein neues aufmachen. Und auf diesem Objekt, was ich bekomme als Textdokument, kann ich dem dann verschiedene Aktionen auch machen, wie drucken, ich kann Metadaten setzen, ich kann Bookmarks setzen, ich kann das Dokument wieder schließen, ich kann an der Stelle des Cursors Text einfügen. Sehr simpel, das geht eben mit Juno nicht ganz so einfach. Das ist einfach mehr Code, den man da wissen muss, wie das funktioniert.
Was bekommen wir durch das Framework noch? Wir haben ein MVC-Pattern, Model View Controller. Wir haben in OpenOffice einen Dialogdesigner, den wir im Normalfall in Java-Extensions nicht nutzen können. Hier schon. Wir haben den Dialogdesigner, können den Dialog bauen, so wie wir es brauchen, und ihn als XML exportieren. Das kann OpenOffice. Wir nehmen dann das XML her und integrieren es in unsere Java-Extension. Dazu selber schreiben müssen wir ein Model, das die einzelnen Elemente des Dialogs als Variable hält, einfach Datenhaltung. Und das Ganze kann man dann in den Controller integrieren, der die eigentliche Funktionalität dann beinhaltet, die man neu schreiben möchte. Sprich, genau das ausführt, was man dann auf Klick auf der Toolbar oder in der Menübar machen möchte. Man sieht hier auch eine Annotation, man sieht es nicht so gut, es ist ein bisschen unscharf. Also die Annotation hier wäre einfach, dass auf dem Controller, der ist annotiert mit dem Dialog, mehr brauche ich nicht machen. Ich kann bereits jetzt im Controller diesen Dialog verwenden, einfach wieder auch objektorientiert. Was können wir noch? Wir haben Dependency Injection, wir haben das Spring Framework integriert, wir bieten Schnittstellen oder wir bieten die Möglichkeit der Integration von Web Services innerhalb unserer eigenen Extension, das heißt, ich kann aus OpenOffice direkt Web Services aufrufen und wir haben auch noch verschiedene Hooks, die es dem Entwickler ermöglichen, an verschiedenen Punkten der Extension oder der Laufzeit einzusteigen, zum Beispiel für Konfiguration oder beim Initiieren der Extension. Das nächste ist das NOAA-Framework, das wir auch verwenden, das der Herr Schlappsche wieder vorstellen wird. Also was wir jetzt gesehen haben eigentlich ist, wie unterstützen wir den User bei der Bearbeitung, Erzeugung von Dokumenten, indem er einfach mit Extensions arbeitet. Was wir eben noch machen ist, wir integrieren auch wirklich das OpenOffice in unsere Fachanwendungen. Da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Wir haben Rich-Client-Applikationen und wir haben Web-Applikationen. Für Rich-Client-Applikationen verwenden wir das Nice Office Access Framework, das kennt wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich bekannt. Das ist eigentlich auch nichts anderes wie ein UnoWrapper API in Java und bietet außerdem eine Integration von OpenOffice in Swing oder RCP-Anwendungen. Ist Open Source, ist aber eben nicht von uns, sondern wir verwenden das nur. Was wir uns hier derzeit fragen, vielleicht weiß das aber sogar jemand, also das ist eben einer von den Teilen, mit dem nicht wir direkt zu tun haben, sondern das ist praktisch von einem anderen Team in unserer Abteilung. Und dort wird gerade geprüft, wie sich dieses NOAA verhält, wenn man es in einer neueren Version von OpenOffice oder LibreOffice verwendet. Weißt du zufällig, wer, ob das funktionieren sollte? Jemand? Du musst es auch gleich anders machen. Am Source Code wahrscheinlich vom NOAA. Haben wir uns fast gedacht, weil wenn man vom NOAA in das Forum und so reinschaut, da ist ja ziemlich tote Hose schon mehrere, ja. Eigentlich schon Jahre beinahe. Aber. Es gibt auch Probleme auf 64-Bit Windows zum Beispiel, muss ich auch machen. Was schade ist, weil das Projekt eigentlich, wie wir finden, recht gut ist, wie man auch hier sieht. Also das ist, wir sehen jetzt eine von unseren Fachanwendungen, nämlich die Grundbuchanwendung, wo wir hier wirklich oben Swing sehen, die Swing-Anwendung, und dann wird unten einfach in einem JFrame wird einfach wirklich OpenOffice eingeblendet und man kann damit arbeiten und man kann es auch aus Java steuern. Also eigentlich wirklich ein ganz nettes Projekt. Es ist schade, dass es eben nicht wirklich weiter maintained wird oder relativ schlecht maintained wird, aber es ist halt wahrscheinlich das Schicksal verschiedener Open-Source-Projekte, dass da eine Person, glaube ich, dahinter steht, und wenn die was anderes zu tun hat, ist es problematisch. Gut, dann schauen wir uns eben die andere Integration an, nämlich die in Web-Anwendungen. Genau. Was brauchen wir da oder was haben wir gebraucht? Wir haben die nahtlose Verbindung zwischen unserer Web-Anwendung und OpenOffice gebraucht. Wie haben wir das gelöst? Wir haben direkt auf einem Klick im Web geht Office auf mit dem Dokument, was wir wollen. Dafür haben wir JavaScript und ActiveX verwendet und eine Office-Komponente, die uns das Ganze auch via HTTPS den Download ermöglicht. Zurück ins Web hängen wir am Speichern bzw. am Schließen-Event. Das passiert über eine Extension, bei der wir uns an das Event drangehängt haben. Was haben wir noch? Wir haben ein Ticketing, damit das Dokument immer das aktuelle ist und nicht mehrere Dokumente gleichzeitig im Umlauf sind.
und wir haben am Client keine Config notwendig. Die Config, die wir brauchen, ist in den Metadaten des Dokuments enthalten. Ja, wem das bekannt vorkommt, da gibt es Alternativen dazu, ja. Also CMIS-Integrationen, Alfresco-Integrationen, SharePoint-Integrationen, genau, kann man auch verwenden. Wir haben sie eben hier selbst gecodet, weil wir sonst natürlich auch das ganze Protokoll in unserer Individualanwendung nachprogrammieren müssten, was wir uns hier gespart haben. Aber da gibt es natürlich Integrationen schon, mit denen man sowas auch lösen kann. Heißt das, dass man beschränkt ist, auf welchem Browser funktioniert? Naja, ActiveX, oder machst du? ActiveX wird nur verwendet in dem Fall, dass man halt wirklich auf den Klick komplett sofort das öffnen kann, ohne dass auch irgendeine Nachfrage kommt. Im Firefox kann man es auch verwenden, da wird man gefragt, ob man es öffnen möchte. Und wir haben die Vorgabe vom Internet Explorer, ja. Okay, also diese ganze ActiveX gibt es nur im Internet Explorer, ja. Das aber es funktioniert im Firefox auch, nur beim Firefox wird man gefragt mit einem Dialog, möchtest du dieses Dokument jetzt speichern oder öffnen? Und wenn du dann klickst ja, dann funktioniert es im Firefox genauso. Aber im Internet Explorer kann man im ActiveX sofort sagen, mach das Ding auf, frag nicht nach, mach es einfach auf, wie das ist einfach der Grad der Integration ist höher. So sieht es in etwa aus. Wir haben im Hintergrund die Webanwendung und wirklich auf Klick geht das Dokument auf, das der User bearbeiten kann und wieder hochladen kann und ab dem Zeitpunkt ist es auch wieder oben. Dann kann man das Ganze wiederholen. Unser Dokumentvorlagenservice, was hat es da für Anforderungen gegeben? Wir wollten ein einfaches Erstellen von Vorlagen. Diese Vorlagenservice in der Art ist wirklich für den Entwickler gedacht. Das heißt, wirklich beim Erstellen der Fachanwendung werden auch dazu gleich die Vorlagen erstellt. Was macht er? Wir haben XML-Daten, wir haben eine Vorlage, die gemeinsam ergeben unser Dokument. Das können wir im Moment als ODD oder PDF anbieten. Im Fall von ODD können wir das Ganze auch noch refreshen. Das heißt, wir haben Felder im Dokument, wo wir wissen, das ist eine Postadresse. Sollte sich die in unserer Datenbank ändern, können wir dieses Dokument auch refreshen und der User erhält immer das aktuelle Dokument mit den aktuellen Daten, wenn er das Dokument natürlich neu aufmacht. Sieht in etwa so aus, wir haben links unsere Fachanwendungen, die wir ID, also welches Dokument wollen wir, und einer vorher definierten XML-Datenstruktur zu der Composition Engine gehen. Das ist die zentrale Komponente, die die Daten und die Vorlage verbindet und am Schluss eben ein ODD oder PDF ausspuckt. Ganz ähnlich, oben zu sehen, der Designer macht im Prinzip genau das Gleiche. Der Designer ist die Entwicklungskomponente sozusagen, da erstellen wir unsere Vorlagen. Der Designer selbst, was machen wir da? Wir erstellen unsere Vorlagen in OpenOffice, haben hier alle Möglichkeiten, die wir in OpenOffice haben. Wir können diese XML-Daten direkt einfügen, also wir können direkt das Tag im XML nehmen und ins Dokument setzen mit einem Schlüsselwort. Wir haben einfache Programmlogik mit XPath, also wir haben Schleifen und Bedingungen und dergleichen. Und wir haben Textblöcke, die wir auch variabel einsetzen können mit fixen Texten oder auch wieder verschachtelt mit XPath ausdrücken. Realisiert ist das Ganze mit einem Eclipse 4 RCP und Noah, eben mit eingebetteten OpenOffice. Dann gibt es die Composition Engine, das zentrale JAR-Paket, JAR-Library in dem Fall, die eben die Logik zur Verfügung stellt, sowohl im Designer als auch in der Serverkomponente. Und die Serverkomponente bietet einfach diese Möglichkeit des Erstellens oder des Erhaltens von Dokumenten auch über eine Webschnittstelle an. Dazu eine kurze Live-Demo, die Zeit haben wir noch. Ganz kurz. Ein Beispiel XML, das XML kann wirklich von der Fachanwendung definiert werden. Das ist hier nur ganz einfach gehalten, damit wir kurz sehen, was das Ding kann. Das XML ist wirklich wirklich die Fachanwendung entscheidet, wie das ausschaut und passt es dann dementsprechend an, wie es in die Vorlage hineingehört. Beispielhaft, unsere Vorlage, die Namen sind hier frei wählbar. Die sind nur der Einfachheit halber genau so genannt, wie dieses Ding heißt.
Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis das Office aufgeht. Das war klar. Perfekt. So. Sieht man das? So, hier als Beispiel, wir fügen direkt die Daten, die hier in unserem XML in Route 1 gestanden sind, an dieser Stelle des Dokuments ein. Wie gesagt, wir können alle Möglichkeiten von OpenOffice nutzen, um hier unseren Text zu formatieren. Wenn ich hier auf den Regenbogen klicke, bekommen wir einfach unser Dokument befüllt mit den Daten aus dem XML. Wir haben hier 111, das haben wir vorher in den Testkarten hier gesehen. Ein weiteres Beispiel, wir haben Selektoren. Selektoren sind genau diese XPath-Ausdrücke, die wir nutzen können. Ich kann den hier einfach wieder ins Dokument einfügen. Wie sieht dieser aus? Nicht schrecken vor der Programmlogik, es ist nicht ganz so wichtig. Es ist nur hier wirklich zu sehen, wir können in dem Fall einfach auch wieder das Value aus dem XML einfügen. Wir können beliebig Line Breaks einfügen und dann wieder das Value aus dem XML. Auch hier wieder, ich habe meinen Text im Dokument. Und wie gesagt, einfache Programmlogik, wir haben Schleifen, wir haben Bedingungen. In diesem Else-Block fügen wir einen Textbaustein ein, wenn im Value von 2 nichts drinsteht, dann löschen wir das einfach. Wir können das, den Tag auch ganz löschen, wenn es den Tag nicht gibt, das ist relativ egal, es ist sehr fehlertolerant. Was er findet, fügt er ein, was er nicht findet, fügt er nicht ein. Und jetzt sehen wir hier, wir haben nicht mehr den Text aus dem XML, sondern den Textbaustein. Den sehen wir hier. Einfacher Text. Wir können auch natürlich das Ganze kombinieren. Das kann beliebig komplex werden. War jetzt hier nur als Beispiel gedacht, um zu sehen, was hier möglich ist. Gut, noch ganz kurz. Okay. Also zum UDoc. Also ich glaube, man kann sich ein bisschen vorstellen, was man damit machen kann. Nur so als Beispiel, wofür wir das verwenden. Wir kombinieren das zum Beispiel mit der vorherigen Integration im Web. Und wenn zum Beispiel der Staatsanwalt eine Einstellungsverständigung, dass ein Verfahren eingestellt ist, schickt, dann wird ihm dafür ein Standardtext vorgeschlagen. Der wird mit UDoc generiert, das Dokument dahinter. Und das kann er einfach so verschicken und braucht kein einziges Mal das OpenOffice aufmachen. Und es läuft einfach durch. Was er aber auch machen kann dann, dieser kann, und die Fachanwendung definiert eben, welche Daten dort drinnen stehen müssen und werden vom UDoc automatisiert eingefügt. Was wir aber auch anbieten, ist eben, dass er dieses Dokument dann aus dem Web direkt aufmachen kann. Es wird geöffnet im OpenOffice. Er hat die Sachen, die über UDoc eingefügt werden, in einem geschützten Bereich, die kann er nicht ändern, aber er kann seinen Text ändern. Er kann Text hinzufügen, formatieren und das dann so verschicken. Und er kann sogar, wenn er in der Webanwendung diese strukturierten Daten ändert, die in der Datenbank sind, und dann neu generiert, wird das wieder übernommen und es werden die geschützten Daten dann aktualisiert. Das ist eben das Refresh, was wir angesprochen haben. Also man kann da wirklich einiges machen damit. Uns würde interessieren, ob irgendjemand so ein ähnliches System auch im Betrieb hat oder plant, oder gibt es da jemanden, dem das bekannt vorkommt? Oder gibt es jemanden, der bei sich Potenzial für so etwas sieht oder der... Gibt es jemanden, der glaubt, sowas könnte er verwenden oder gebrauchen? Ja. Wir überlegen nämlich, also wir haben den Kunden jetzt einmal gefragt, das Justizministerium, was sie dazu sagen würden oder ob sie bereit wären, das als Open Source auch wieder zurückzugeben. Im Moment haben wir eigentlich sehr, sehr eine gute Reaktion bekommen. Also grundsätzlich ist man da nicht abgeneigt, man muss sich aber, was wir eben heute auch schon gehört haben, das alles sehr gut natürlich anschauen. Aber grundsätzlich könnten wir uns oder könnte sich das Justizministerium vorstellen, dieses System auch zu open sourcen und eben mit Designer und mit Composition Engine eben der Community zur Verfügung zu stellen. Aber da ist natürlich noch ein bisschen ein Weg hin. Was haben wir noch? Ganz kurz werden wir da nur drüber gehen. Darauf aufbauend haben wir einen sogenannten MOVE, einen OpenOffice Vorlageneditor, der baut auf dem UDoc auf und der ist eigentlich nichts anderes wie, man stellt Bausteine zur Verfügung, mit denen sich dann die User ihre eigenen Vorlagen zusammenklicken können. Verwendet im Hintergrund dieselbe Technologie und ist eine Java-Anwendung, die eben mit OpenOffice kommuniziert. Und man klickt sich dabei eben seine Vorlagen zusammen,
basierend natürlich in Rahmen, die die Basisbausteine bieten, und kann dann seine eigenen Vorlagen machen und diese auch verteilen. Also es ist genau die Komponente, die wir vorher für den Entwickler gesehen haben, vereinfacht eigentlich für den Endanwender, aber trotzdem den Vorteil, dass die Vorlagen zentral verwaltet werden können und nicht auf den einzelnen Rechnern herumkugeln. Gut, ganz kurz noch Erfahrungen und Ausblick. Wir haben gesehen, wie wir das Ganze einsetzen. Wir hatten eigentlich Erfahrungen, wir hatten sehr positives Feedback, hauptsächlich bei der Einführung. Seitdem sieht man eigentlich, dass relativ wenig Supportaufwand notwendig ist, was eigentlich, finde ich, für das OpenOffice natürlich spricht. Wir bekommen aber, muss man fairerweise sagen, keine Jubelmeldungen jeden Tag. Super, dass ihr OpenOffice einsetzt, aber das ist auch nicht zu erwarten. Ein Nebenprodukt eigentlich, was man ganz nett finden kann oder was eigentlich sehr schön ist, jedenfalls bis zum nächsten Upgrade, dann wird es, glaube ich, eher mühsam. Aber so ist es für die Power-User schon sehr nett, dass sie mit dem Extensions-Konzept eigentlich ihre eigenen Extensions machen können und diese auch verteilen können. Und solche haben wir wirklich. Also wir haben hier ein paar Beispiele angeführt, die von Usern einfach programmiert wurden und dann zur Verfügung gestellt wurden. Was ist noch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, schmerzvoll, dass das Programmieren mit Java für Standard-Java-Anwender, die sich jetzt nicht tief einarbeiten wollen, gegen die Juno-API teilweise problematisch ist, kann man aber mit Wrapper lösen. Und wie wir gesehen haben, glaube ich, OpenOffice ist flexibel einsetzbar. Wir setzen es am Server ein zur Generierung von Dokumenten, wir setzen es in Fachanwendungen ein und wir setzen es für Extensions ein. Also es ist wirklich sehr flexibel nutzbar. Ja, einen kleinen Ausblick können wir noch geben. Grundsätzlich bei uns ist vor kurzem hat es ein strategisches Projekt gegeben, um das Zielbild 2020 zu definieren. Und da spielt OpenOffice oder LibreOffice, also setze ich jetzt einmal in einen Topf, eigentlich immer noch auf der Liste. Also wir haben jetzt nicht vor, das rauszustreichen. Was wir natürlich machen, ist, wir müssen irgendwann ein Upgrade machen. Wir können mit der Version jetzt nicht mehr ewig weiter werken natürlich. Da gibt es aber verschiedene Fragen. Durch die tiefe Integration, die wir natürlich haben, ist das bei uns nicht so einfach. Wir haben, da stellt sich die Frage für das Noah-Framework und es stellen sich gewisse Fragen auch bei der Java-Entwicklung, die unserer Meinung nach nicht immer perfekt unterstützt wird, leider Gottes. Zum Beispiel auch bei den Templarien hier für die IDEs, also da ist definitiv Nachholbedarf. Das war auch der Grund oder ist der Grund, warum wir immer noch bei Office 3.2 sind. Weil es einfach dieses, also da gab es für NetBeans, gab es dieses Plugin für Java Extensions und das ist einfach bei den Versionen sowohl bei NetBeans als auch bei OpenOffice hängen geblieben. Wir haben da eh auch Kontakt zu einem Entwickler, der damals dieses Plugin mitentwickelt hat. Wir haben auch eine Version inoffiziell, die jetzt mit dem neuesten NetBeans und Office funktionieren würde, Apache Office. Wie gesagt, da würden wir uns halt wünschen, dass das natürlich auch wieder ein bisschen vorangetrieben wird. Dann der nächste Punkt, natürlich ein bisschen provokant an dieser Stelle, aber wir haben es auch, glaube ich, am Vormittag schon gehört. Man muss sich schon vielleicht fragen, ob langfristig wirklich oder mittel- oder langfristig wirklich Platz ist für zwei Office Suites im Open Source Bereich, die eigentlich auf dasselbe Ziel mehr oder weniger gehen. Und ja, ob das nicht eigentlich verunsichert die User und ob das nicht eigentlich auch Möglichkeiten, die man hätte, eigentlich fragmentiert. Aber das möchte ich einfach so stehen lassen. Und ja, und was wir auch noch sehen ist, was wir vor allem bei dieser Zielbildfindung gesehen haben, ist, dass es schon eine gewisse Konzentration am Markt gibt oder nicht am Markt, einfach wo man hingeht, auf mobile Webanwendungen. Und dass die Zukunft für klassische Rich Clients, wie es OpenOffice jetzt einmal ist, ja, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen ungewiss ist. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht in 2 Jahren, aber wie schaut es in 10 Jahren aus? Und hier hat, finde ich, Microsoft mit dem Office 365 schon eine, ist auch nicht alles perfekt dort natürlich, aber sie haben definitiv eine Vision. Also das kann man ihnen, glaube ich, nicht absprechen in der Hinsicht. Und da wäre auch die Frage, gibt es dafür irgendwann eine Open-Source-Antwort für Office im Browser, Arbeitsplatz-Roaming, JavaScript-Extensions, die sowohl im Browser als auch am Rich-Client laufen, dieselben Extensions. Also das wäre auch so eine Frage, die man sich vielleicht einmal stellen kann. Die wird zwar vielleicht jetzt nicht die nächsten 2 Jahre schlagend werden, aber wie gesagt, wie es in 10 Jahren ausschaut, sei mal dahingestellt.
Gut, dann sind wir soweit fertig. Wir haben ein bisschen überzogen. Danke.